Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video hier auf Dogs Island. Und zwar ist es die Tomaten-Challenge Mücke. Ich bin hier ausgerüstet mit einer Waage, mit einer Schere. Dann werden wir jetzt gleich mal reingehen und gucken, was die Tomate da wiegt. 490 Gramm hat der Steffen ausgewogen. Müssen wir schlagen. Wir gucken gleich einfach mal, ob das auch so ist oder ob wir uns nur mit dem zweiten Platz zufrieden geben müssen. Ja, von den Tomaten sind es keine hier, die hier wachsen. Wollen wir gleich mal gucken, was uns da erwartet. Die wird das wohl sein, die Tomate dort. Die wollen wir jetzt gleich da mal abnehmen. Die hier, das ist unsere Tomate. Die schnibbeln wir einmal ab. Ist da noch reingestochen. Aber ich denke, schaut mal. Die sieht ja schon mal ganz gut aus. Kleiner Tipp von euch, was meint ihr? Was riecht die? Ich tippe mal 440 Gramm. Das ist sie hier. Die Tomate. So. Die hier, die nehmen wir da mit. Und da habe ich hier drüben eine Waage aufgebaut. Da kommt die Tomate jetzt drauf. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Also auf Null ist sie schon mal. Gramm sind es nicht, aber meine 440 Gramm sind wahrscheinlich schon verdammt nah dran. Ja, damit marschieren wir jetzt noch mal raus hier. Ja, das ist hier die Tomate. 452 Gramm riecht sie. 490 gab es zu schlagen, das haben wir leider nicht geschafft. Aber jetzt kommt der schönste Teil. Und zwar schneiden wir sie einfach mal an, ne? Wollen wir mal gucken. Kriegt den Strunken gar nicht ab. Sitzt der Strunken hier so fest dran. Naja. Das ist dann so. Sie sieht aber auch ganz gut aus. Muss man ja sagen. Die kleine Stelle unten, das kann man verkraften. Für eine richtig schöne, leckere, große Tomate. Die schneiden wir jetzt einfach mal an hier. Schöne Sache. Dicke Scheibe natürlich auch. Jetzt kommen wir zur Verkostung sogar noch hier. Kein Stück mehlig. Schön saftig, fruchtig natürlich. Oh, ich würde euch ja gerne noch ein Stück anbieten. Aber das verleibe ich mir noch mal ein. Sorte Icarus wird nächstes Jahr wieder angebaut. Es ist nicht die super große Tomate. Dafür hat sie sehr viel Geschmack. Und macht sich sehr gut in der Soße, in Salaten. Schöne Tomate. Schaut doch mal hier mal in das Stück noch mal rein. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr zugeschaut habt. Und ich würde für den anderen Kandidaten in der Challenge, in der Tomaten-Challenge bei Mücke
Das Video verlinke ich natürlich unten, wo der Mücke aufgerufen hat zur Challenge. Und natürlich das Video vom Steffen, der mich vorerst geschlagen hat. Derzeit Platz 2. Ich denke, das ist super. Da können wir mit zufrieden sein. Ich wünsche euch was.